So Leute, seid gegrüßt zu einem neuen Adventskalender-Türchen vom Zwergenfürst. Ja, ich hatte heute eigentlich etwas umständlicheres, aufwendigeres geplant, aber ja, ich war heute beim Zahnarzt. Ihr wisst Bescheid, wie es mit den Zahnärzten ist. Ja, ich fühle mich heute ein bisschen mitgenommen. Ja, und dachte, ich setze mir mal einfach so eine Weihnachtsmannmütze auf und damit das so schön herrlich dämlich aussieht hier, das ist hier sogar mit Klingel hier, dann setze ich mir das Ganze hier mal auf, zerstrubbele hier noch meine Haare vorher. Und da dachte ich, ich schaue mir mal, ich reagiere mal auf das Video, was mir der werte Greenie geschickt hat, an. Ich reagiere auf das an. Ja, egal, komm, los geht's. Ich werde dann einfach mal zwischendurch, wenn es einen guten Kommentar von mir gibt, mal das einblenden. Ansonsten werdet ihr hauptsächlich das Video von Greedy sehen. Ja, also zwischendurch mal meine Reaktion. Ihr werdet es ja sehen. Los geht's. So, starte das Video hier gleich mal. Erste Reaktion auf das Video. Hey, meine lieben Freunde, willkommen zum Adventskalender hier beim Zwergenfürst. Ich bin nicht der Zwergenfürst, ich bin nämlich Greenie, Let's Play, und ich mache nur als Vertretung das kleine Video hier. Wir spielen Minecraft auf den Mineplex.com Server. Habe ich noch nie was von gehört von Mineplex.com, obwohl vielleicht könnt bei Paluten und die ganzen Minecraft-Kiddies, ja, komm. Thank you for Christmas coming. Cars. Someone has stolen all of our Christmas presents. I need your help. Let's find out who's behind this. Okay, ich kann es auch im Nachhinein noch leiser machen. Auf jeden Fall, Christmas Chaos gibt es immer, also immer im Dezember hier auf Mineplex. Und wenn man dieses Weihnachtsevent schafft, bekommt man eine Kleinigkeit, irgendwie ein Pet oder sowas. Und hier gibt es verschiedene Challenges, die wir machen müssen. Natürlich müssen wir jetzt mit der Pickaxe erstmal hier den Stein wegräumen, dass der Weihnachtsmann durch kann. Denn wieso fährt er überhaupt auf dem Boden mit seinen Schlitten? Wieso fliegt der nicht? War das gerade Kornkrafter? Das sah so aus, der dort. Okay. Lass mich in Ruhe. Weil eigentlich sollte der doch fliegen, oder nicht? Und Rudolf sollte doch eigentlich das Kommando haben, aber nein, funktioniert halt heutzutage alles nicht mehr so, wie es damals war. Nee, das der heißt anders. Diese blöden Skelette. Hau ab. Was habt ihr eigentlich in der Hand? Wollt ihr ein Feld aufbauen oder sowas, wo ihr Skelettkinder machen wollt? Oder wie soll ich das verstehen? Och, lass mich doch mal in Ruhe. Follow me. Follow me, wir folgen dir nicht. Ey, warte, ich möchte mein Geschenk haben, nur mal so. Ist der nicht auch für Rudolf? Rudolf. Okay, ich setze mich einfach auch mal drauf. Es war total langweilig hier, aber okay. Ist noch ein Skelett? Nö, anscheinend keine Lust. Das leckt ja auch ein bisschen. Ich habe zwar 338 FPS, immer mal so. Pi mal Daumen. 400. Geht ganz gut, ja. Aber das kann auch besser werden. Es leckt auch gerade. Ich weiß nicht wieso. Tut mir leid. Anscheinend hat der Server gerade ein paar Probleme, weil an mir kann Oh es garantiert no, nicht my liegen. magic bridge has been turned off. Und wir müssen jetzt Great, auch great, bei great, den great to go. Beacons müssen wir verschiedene Challenges machen. Und ich möchte nicht runterfallen. Well done. Only two switches Hier left. Just drüben one more ist switch. ein kleines Schabmann, was natürlich ein bisschen von Spinnen belagert wird, dass es nicht so einfach ist. Aber solange die Spinnen mit meinen darum machen, ist das ganz okay. Oh, verdammt, ich bin doch viel zu blöd. Wieso Fuchs?
Ich gucke ja gerne Minecraft bei Paluten. Minecraft Freedom gucke ich das gerne mal ab und an. Ab und an, also jeden Tag. So, und würde es gerne auch spielen, aber ich kann es nicht. Ich habe es einmal versucht und na komm, lass bleiben. Ich gucke dann lieber den anderen Leuten zu, wie sie es machen. Da hochspringen. Ach du blöde Spinne, jetzt ist gut. So, kriege ich das jetzt heute auch noch mal hin? Excellent Please. work. The bridge is Okay, powered das up. ist schon. Es ist schon. Danke. Danke, ihr blöden Spinnen. Ist das eigentlich Blut? Nee, oder? Ich glaube, das sollte nur für die Laterne sein. Aber es sollte kein Blut sein. Okay, man sollte vielleicht nicht so nah an die Pferde ran, weil man wird weggestoßen. Und man kann dadurch auch schon sterben. Übrigens, das ist bestimmt der Ringbrunnen Boulevard aus Mario Kart. Ganz sicher. It's So ist der entstanden, Leute. Was kommt denn jetzt? Ich muss noch ganz kurz überlegen, weil das ist jedes Jahr zwar das gleiche, aber trotzdem ist es ganz cool. Das müsste jetzt. Es müsste jetzt so ein Golem kommen, oder? Nee, wir müssen wieder zwei Challenges machen. Aber das hier drüben ist eigentlich relativ einfach. Zumindest man muss den Weg finden. Sowas, was der hier gerade macht. Wir können uns nämlich hier ein bisschen hochbacken. Ja, das geht sogar. Und wir müssen jetzt bloß hier den richtigen Weg finden. Ich weiß leider nicht, wo der richtige Weg hier ist. Aber mit dieser kleinen Abkürzung findet man das ganz schnell. Ja, da hat schon jemand gefunden. Ist das nicht so krass? Es leckt doch ein bisschen, wenn das hier abgebaut wird. So, jetzt kommen wir hier besser raus. Jetzt kommen wir raus. Das da drüben ist dann schon ein bisschen schwieriger, denn das ist praktisch auch ein Labyrinth und die Schneemänner, die stoßen einen weg. Und man muss bis ganz nach hinten kommen, ohne von den Schneemännern berührt zu werden. Ich wurde zwar jetzt von nichts berührt, aber okay, oder? Es wurde da gegolten, gegolten, gegeten? Hä? Es wurde, anscheinend jetzt hier, weil wenn man hier runterfällt, wird man auch zurückgeschlagen. Was dann auch ein bisschen blöd ist. Ich sehe nichts. Könnt ihr mal bitte alle aus dem Weg gehen? Ich sehe nichts. Ja, toll. Ich hoffe, du gehst jetzt nicht zurück. Oh, toll. Bitte? Ach komm, das ist nicht ernst. Wie lange soll denn das dauern? Ah, das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Ach, als ob du jetzt nach da hinten kommst. Oh, diese blöden Schneemänner. Ich hasse Schneemänner. Ich baue nie mal wieder einen Schneemann. Sollte ich zwar sowieso schon nicht tun. Aber okay. Ja, komm, ist das dein Ernst? Das als Virtual Reality? Nice. Ich habe bloß leider kein Virtual Reality. Brille. Komm bitte da hinten, du einer, du musst das schaffen. Bitte, 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 hilf uns. Ach, meine Gott. Meine Gott, meine Gott. Dein Ernst? Ah, wir haben auch übrigens ein Zeitlimit, 14 Minuten. Ah, krass, cool. Jetzt ist da oben der Golem, wir müssen ihn abschießen, dass der runterkommt. Und dann ist es so, dass immer alle draufgehen. Oh, wir dürfen nicht die Schneebänder berühren. Ich hasse Schneebänder. Das ist das Grässigste, was geht. Ja, lass mich halt in Ruhe. So, die schießen uns natürlich auch ab, die Schneemänner mit ihren Schneebällen. Aber wir müssen auch den Golem, ihren Hauptoberboss. Kannst du mal bitte nicht nur auf mich gehen? Und den müssen wir auch runterschießen. Was jetzt gerade nicht so gut klappt. Weil das doch schon schwierig ist zu treffen. Ja, ich muss erstmal einen totalen Umweg gehen, um überhaupt da runterzukommen. Ich treffe halt auch nichts. Oh, jetzt hat er extra umgekehrt. Wo ich geschossen habe, sofort umkehren. Na klar, du mich auch. Oh, jetzt steht mein Teammate im Weg. Der hat ja noch kaum was verloren. Oben sehen war Snow Monster. Jetzt können wir aber ein bisschen mehr drauf gehen. Können die Rentiere bitte nicht im Weg stehen? Das ist doch ätzend. So.
Es laggt. Also der Server hat ein paar Probleme ab und zu mal. Aber ich finde, das nervt trotzdem nicht. Jeder Server hat ja ein paar Probleme, aber ich finde, hier auf Mindplex geht das auch ganz gut. So, ist das Ding... Oh, du blöder Sch... Nee, Mann! Ah. Ich habe hier so ein neues Plakat. Ja. Das mit Torin drauf. Habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Ein Black Friday. Die wohnt in New York. Komm, ich habe doch den Golem getroffen. So, eigentlich ist dieses Ding weg. Jetzt kommen zwei Challenges, die eigentlich ganz schwer sind. Zwar mit den richtigen Teammates kann man das gut schaffen. Einmal hier ein schönes Jumpman. Ich liebe ja eigentlich Jumpman. Und da drüben muss man hoch und vor Zombies praktisch abhauen. Was sehr interessant ist. Und das macht gar keinen Sinn, wenn da so viele sind. Deswegen gehe ich nach da drüben mit. Da kommen sehr viele Zombies. Und ja, ihr seht schon. Ihr seht es, glaube ich, schon. Dass dort ein paar kommen. Komm, ein paar, da muss man halt zusammen hoch. Oh, die sterben auch immer die meisten mit. Ich schaff nur nicht von hinten jetzt erwischt werden. Und wenn es so ruckelt, dann kann ich auch nicht viel machen. Okay, ich hau doch lieber ab. Ich hau doch lieber ab. Wie viele leben noch? Wir leben... 6 leben noch. Es würde viel mehr Sinn machen, wenn das hier einer machen würde und die anderen nach da drüben gehen. Aber nein, dann seid halt alle hier. Wieso auch nicht? Ihr seht schon hier jetzt ein bisschen krass ab mit den Zombies. Ich kann da vielleicht ein bisschen durchrennen. Sieht zumindest ganz gut aus. Man wird halt auch immer wieder nach unten geschlagen. Oh nee, das wird mir zu viel. Das wird mir zu viel. Das wird mir zu viel. Alleine hochrennen macht halt keinen Sinn. Fuck. Kommt schon. Ja, die sind alle auf mich gefokust. Der eine muss jetzt versuchen, die von hinten ein bisschen zu töten. Also das ist schon ein bisschen krasser jetzt hier. Diese Ruckler sind halt auch ein bisschen blöd, ne? Ein bisschen bescheuert. Oh, okay, jetzt assi, jetzt wird's assi. Wir sind auf 5, das werden wir schon nicht schaffen. Ich möchte den Spielmodus auch nur kurz vorstellen, ihr könnt den ja selbst spielen, wenn ihr wollt. Also sonst würde das zu lange dauern, um einen finalen Versuch oder sowas reinzuschneiden. Let's Plays sind immer dazu gedacht, dass man das mal selbst spielen kann. Let's Play, los! Spiel. Okay, wir haben das hier, wir haben das hier. Sind ja drüben wenigstens schon beim Checkpoint. Ey, die haben es zum Checkpoint geschafft. Freut mich ja. Komm mit nach da drüben. Muss die nichts machen. Zwar kommen jetzt die ganzen Zombies von da drüben auch jetzt hierher. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Wir können eigentlich da zum zum Checkpoint. Und dort nach oben ist. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, es ist früh morgens. Ich kann jetzt noch nicht so gut drehen. So, wo kommt die nächste Bahn? Die Deutsche Bahn hier? Ne, warte. Fuck. Wir müssen hier drauf. Wir müssen denn hier drauf? Ah, dieses Ruckeln ist ein bisschen blöd. Es kommt doch gleich das Blaue hier. Das geht im Kreis. Da bleibe ich mal ein bisschen drauf. Jetzt zum den da. Das war knapp. Das war auch ein bisschen knapp. Und ich hab's geschafft. Yay, yeah, ich hab's geschafft, Leute. So, wie machst du das jetzt? Hey, krass. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn jetzt kommt ein großer Zombie hier. Und wenn der den Weihnachtsmann erreicht, dann ist vorbei.
Ich weiß aber auch nicht, ich glaube, wenn man dem zu nahe kommt mit dem Schwert, dann ist man One-Hit. Zumindest war das die letzten Jahre so. Wir müssen einfach alle drauf schießen. Aber das war eigentlich sonst nicht so, dass... Das ist doch eigentlich eine Villager-Stimme, die dort im Hintergrund ist. Ich sehe keinen Villager. Der zum Center gegangen ist und den getötet hat. So, jetzt kommt das richtig Assi, was Assi ist, ne? Denn dieses ist jetzt doch schon ein bisschen krass. Ich guck mal, möchte gerne mal wissen, wie das jetzt dieses Jahr ist. Zumindest die anderen Jahre war das immer wirklich sehr schwierig, der Endboss. Und gerade mit diesen Rucklern. Der Weihnachtsmann ist ein Villager. Der macht die Villager-Stimme. Mit diesen Rucklern ist das dann ein bisschen schlimmer. Not even your pathetic friends can save you now. Who are you? It is me, the Pumpkin King. Revenge will be mine. You will all die. My friends beat you before. They'll do it again. Prepare for battle. Okay, den Pumpkin King, den kennt man auch schon vom Halloween-Event auf dem Server. Der Pumpkin King. Und er schießt natürlich TNT. So, wir müssen uns immer auf die Farbe stellen, die hier unten angezeigt wird. Denn, wow, 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 wow. Ansonsten sind wir halt verbrannt. Wie bei, hier, wie hieß das Dingens? Hier bei Mario... Party, Minecraft Mario Party wird Paluten und Germany 2 mal spielen. Okay, wir können ihn nicht abschießen. So, jetzt kommst du aber her. Jetzt kommen noch Skelette, die ein bisschen helfen, weil er eine Schusshose ist. Und weil er sonst nichts kann. Aber trotzdem immer weiter versuchen, nur auf ihn zu gehen. Und jetzt kommt das richtig, was assi ist. Denn jetzt kommen Schneemänner. Wie ihr wisst, liebe Schneemänner. Und man muss den halt ausweichen und trotzdem gegen ihn kämpfen. Ist schon ein bisschen Konzentration gefordert. Wow, man darf sich halt nicht einklemmen lassen. Das wäre jetzt ein bisschen fies. Boah, wie krass ist denn das? Wo ist denn der? Durch die Ruckler macht das macht es nicht besser. Nur mal so. Au. Ja komm, das ist halt gerade ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, was morgens los ist, jetzt gerade mit dem Server. Aber so macht es auf jeden Fall nicht so viel Spaß. Wow, Schneemänner sind alle tot. Krass. Davon ist er. Wir könnten das sogar noch schaffen, ne? Das ist auch das Gute. Denn er hat schon die Hälfte verloren. Das wäre voll krass, dass ich jetzt beim ersten Mal das schaffe. Wir müssen halt, solange die Schneemänner noch nicht da sind, einfach nur auf ihn drauf gehen. Denn wenn die denn da sind, ist das ein bisschen schwieriger. Wow. Ah. Hä? Wohin fliege ich denn dauernd? Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Aua, 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 au, 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 au. Hä? Von was? Gut, dann gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was hier abgeht. Und die könnten das wirklich schaffen. Sie könnten das schaffen. Was ist jetzt los? Ach warte, es gibt eine Zeit, ne? Okay, anscheinend. Gut, wir gehen schnell runter. Es war anscheinend die Zeit vorbei, keine Ahnung. Wieso das jetzt unbedingt sein musste. Tschüss. Wieso das jetzt unbedingt sein musste. Ich habe euch einen Einblick beschert. Ihr könnt das gerne selbst spielen hier auf den Mindplex. Ja, eu.mindplex.com Server. Könnt ihr gerne selbst austesten. Und das war's heute mit dem Adventskalender-Türchen vom lieben Zwergenfürst. Hoffe ich, euch hat's ein bisschen gefallen. Links ist hier ein Video vom Greenie verlinkt. Oder, nee, das müsste jetzt links sein. Und das rechts. Links ist jetzt hier noch ein Video vom Greenie verlinkt. Und rechts hier ein Video von mir. Also, beide angucken. Und ja, hinten in der Mitte abonnieren und ja, hier
Greenie und mich abonnieren. Schaut mal bei ihm vorbei. Hat gerade einen wunderschönen Kanal Neustart gemacht. Und ja, sollte es euch gefallen haben, dieses Video wird es bei ihm wahrscheinlich nicht geben. Das hat er mir halt privat geschickt und das gewöhnliche Däumchen nach oben bei mir, bei Greenie, wenn die Videos gefallen. Abo dalassen, teilen und so weiter. Noch einen angenehmen Fastentag euch, gehabt euch wohl. Haut rein.